Ja, gib ihm. Ey, ich habe so lange kein Among Us mehr gespielt, ich habe alles vergessen. Ich habe so lange keine Among Us mehr gespielt, ich bin komplett verwirrt. Chef, du bist nicht gebrochen. Alter, Ruhe! Oben in der Cafeteria. Digga, wir hatten Chef Strobel soll sich mal muten. Der schreit da wieder rum. Also, aus der Cafeteria nach rechts gelaufen ist Mickey. Ich wollte gerade sagen, Mickey kam halt relativ spät von da. Von wo? Aus der Cafeteria. Aus der Cafeteria. Oh, von wo? Wo lag erstmal die Leiche? Ah, oben rechts bei dem Müllschalter in Cafeteria. Oben rechts bei dem Müllschalter in der Cafeteria. Okay, ja. Die habe ich gar nicht gemacht. Der Nico, wo kamst du her? Der kam rechts bei Dings, bei Meteoriten abschießen. Ich würde meine Anschuldigung tatsächlich ganz gerne zurückziehen, weil ich bin da auch vorbeigelaufen. Kommt drauf an, wo genau die Leiche lag, hätte ich auch den Report-Button sehen müssen, nachdem die Lichter wieder angegangen sind. Das richtig, heißt, das wollte ich mich auch sagen. Du kamst auch von da. Ich war an der Schießaufgabe, deswegen war ich länger gebraucht, bis ich nach unten gekommen bin. Ja, ich stand mit Caruso und Nico an der Schießaufgabe, das kann ich bestätigen. Ja, aber Mickey kam halt auch von da. Wir können halt eh nichts machen, aber Mickey und Caruso kamen beide von da. Also sind die ja mit Sass. Caruso gerne mit Mindgames. Können wir dann irgendwelche Leute ausschließen, die ganz... Ja, Wieland halt, ne? Irgendjemand war mit mir noch Weapons. Oder zwei Weapons. Ja, ich war oben. Alle Weapons, oder? Ja, ich war beim Download oben. Bin dann runter. Und dann... Nein, nicht Weapons. Navigation. Weapons 2. Ich hab vorher. Ich meine hier... Navigation. Sorry. Navigation habe ich dich reinlaufen sehen, das stimmt. Und Nico, glaube ich auch. Ja, Skip. Keine Aufgabe. Ja, du warst auch nicht gewöhnt, Chef Strobel. Aber Mickey und Caruso. Ich habe gesagt, ich hol Essen und ihr startet einfach wieder. Ja, Bro, wir bringen dich jetzt einfach dann um. Der Imperator darf dich einfach freekillen. Du darfst nichts sagen. Ehrenmann, Bro. Allein für den Namen, Chef Strobel. Allein für den Namen. Ah, wir haben jetzt dieses anonyme Voten. Also Caruso und Mickey. Sass. Ja? Mich dazu, jemanden zu killen. Gleich in Electrical. Wer hat sie gefunden? Die sind sehr langsam. Irgendwie war auch niemand. Kann man schätzen, wie alt der Kill ist? Also war der hinten drin oder war der vorne dran? Der war hinten drin. Ich war halt aber auch alleine zum Licht anmachen und ich bin erst von Storage unten gekommen. Also keine Ahnung, das Licht war ja schon ein paar Sekunden aus. Der muss schon älter gewesen sein. Wo bist du mit Caruso hingelaufen? Mit Caruso? Ja, war auch bei dir, als ich bei Shields war. Bei Shields. Ja, ich habe dann unten in Storage Müll gemacht und dadurch, dass ja letzte Runde schon Electrical war, bin ich dann hoch und wollte in die Camps gucken. Und dann Caruso, was hast du da gemacht? Du bist mir ja ganz weird hinterhergelaufen. Ich bin dir erstens gar nicht weird hinterhergelaufen, ich bin dir sexy hinterhergelaufen. Das kann man nicht sagen. Zweitens bin ich danach in Admin gelaufen, um da die Karte zu machen und den Upload. Am Upload stand mit mir Nico, am Ende der Nico. Du bist jetzt gerade dann in Storage runtergelaufen, kamst aus der Cafeteria. Fine hat sich gerade ein bisschen komisch angehört. Ich finde auch, was hast du gemacht? Ich bin runtergelaufen, hab Admin Card Swipe gemacht, hab da eine Frage an Vase, der ein bisschen weiter weg vom Card Swipe stand und es sah für mich so aus, als hätte man von da gar nicht den Card Swipe machen können. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil der stand oberhalb vom Card-Swipe. Ich stand direkt dran. Das wundert mich erstmal. Dann bin aber ich trotzdem hin. An dem Tisch, oder? Wie bitte? Ja, du standst am Tisch, aber halt schon ein Stück weiter links. Also das wundert mich. Dann bin ich Electrical Fixen gegangen. Dann bin ich in Camps gelaufen, hab mal da reingeschaut, hab nur Nico gesehen. Bin in Medbay runter und bin dann halt wieder unten ins Deutsche und hab dann neben Chef Strobel diesen Müll runtergezogen da. Vase muss es safe sein, weil wir Navigation waren. Warum, also Fine, warum bist du als... Ja, aber mich wundert halt, dass Vase da so weit weg stand, so von dem Ding. Ja, Revi, das ist aber blöd. Du weißt ja nicht, wie man das machen kann. Hey, ich wollte meinen Task machen. Ich denke, das ist doch. Also, das Ding ist, in der ersten Runde sind ja immer ganz viele Leute rechts. Und danach verteilen die sich eher Richtung Storage und auf die linke Seite. Und dann dachte ich, das macht jemand vor mir Licht an. So. Die ist aufgeregt, Freund. Hört er das? Die ist aufgeregt. Hört den Poster erst runter. Ich versuche leise zu reden. Wegen meiner Mitbewohner. Die ist aufgeregt. Okay, ich muss jetzt einen umbringen. Ich muss einen killen. Ich muss einen killen jetzt. Ja, das ist natürlich chillig.
Ich habe gerade die Leiche von Caruso. Was hast du gemacht, Revi? Ich habe gerade die Leiche von Caruso in Camps gefunden. Und Leute, bevor er redet, weil er wird wieder Geschichten erzählen, Time zu wasten. Er wollte gerade rauslaufen, quasi um abzugehen. Und er ist, als er mich gesehen hat, direkt zurückgerannt. Ich bin gerade reingelaufen, bin nochmal rausgesteppt und hab gerade tatsächlich die Leiche von Caruso gefunden. War vorher in Admin drinne, neben Melonengolem. Und hab vorher O2 gefixt, neben. Wer war da oben? Hanky oder Nico? Nico, wo hast du Revi dann genau gesehen? Ich sag dir genau, Miki. Miki, du weißt doch, als ich an dir vorbeigerannt bin, unten links. Wir waren zusammen Electrical. Ja, genau. Dann bin ich hochgegangen, als du unten links warst, bin ich an dir vorbei oben. Dann bin ich in Electrical rein, um in die Camps zu gehen. In dem Moment, also Revi wollte mir entgegenkommen. Warte, du bist Electrical rein, um. Ich wollte in die Camps gehen. Nicht Electrical. Also ich wollte quasi. Oder bist du gewendet gerade? Hast du das einfach so gesagt? Ich gehe rein in den Raum, Revi will mir entgegenkommen, dann sieht er das. Bro, ich bin dir stopp. Das ist erstmal sau. Also, hallo, bevor ihr jetzt votet. Ich bin ihm nicht entgegengekommen. Ich bin legit einen Schritt nach vorne von der Leiche gemacht. Ich bin ihm ja nicht wirklich aus dem Raum entgegengekommen. Ich bin einen Schritt nach vorne und hab dann reported. Das ist halt das Ding. Können wir skippen, weil wir sind sieben. Ich würde ungern den falschen voten und ich Ich habe ihn halt darin gefunden. Ich habe einen Step nach vorne gemacht. Das meine ich halt so. Nico, was hast du gewotet? Meintest du nicht gerade, dass du rausgelaufen bist? Nein, Digga, ich hab doch gerade gesagt, ich bin ihm entgegengekommen, weil ich einen Step gemacht habe. Ich bin nicht wirklich nach draußen gelaufen. Kommt das hin? Ich truste Nico. Aber genauso gut hätte ich Dings, Melonengolem und die anderen auch killen können. Just saying. Lost der Vote auf jeden Fall. Lost der Vote. Timelax an Ugos Vater, Bro. Ah, Fine kann es trotzdem noch irgendwie holen, indem sie halt irgendwie. Hinterher, Fine, hinterher. Jetzt, Hanky. Ah, nee, doch nicht. Also ich bin gerade in Electrical reingelaufen. Hanky stand am Lichtschalter. Ich bin kurz hingehabert, er hat das Licht angemacht. Und dann bin ich nach hinten und da lag dann Pink. Ich glaube Pink. Melonengolem. Also ich habe oben O2 gefixt. Genau, und ich habe zu. War denn eine Leiche bei O2? Mit Navigation zur Weapon? Nee, also ich bin da einmal lang gerannt, da war keine Leiche. Ich hab extra geguckt. Ja, die Leiche war doch. Wo war die? Electrical. Ja, und Mickey stand gerade Security über diesen Kabeln. Also. Ich weiß nicht, also. Also ich finde Fine immer noch ein bisschen sus. Wir können aber. Ich finde dich auch einfach auf. Das Ding ist, Mickey ist halt in der ersten Runde von der Leiche gekommen und Caruso auch. Und Caruso ist auch. Ja, das heißt, Mickey ist auch immer noch sus. Mickey ist vielleicht verdächtig, als ich gerade rede. Jeden Fall. Sofort irgendwas auf mich gibt. Also so mit, ich bin gewendet und das fand ich auch ein bisschen weird. Vase und Hanky sind die ganze Zeit zusammen. Das ist ultra nervig. Ich finde O2 zu sabotieren ist so das Niceste eigentlich. Keine Ahnung, O2 ist so, ja, einfach chillig, sag ich mal. Weil es halt so abgelegen ist. Ach, die kann das noch klären. Die kann das auf jeden Fall noch klären. Nico ist gestorben. Nicht Nico. Miki und Fine, wart ihr die ganze Zeit zusammen? Nein, Miki habe ich mit Nico oben bei Reactor und so alleine gelassen. Ich bin direkt am Anfang der Runde. Sind Miki, Nico und ich nach links gelaufen. So, Miki und Nico waren bei Upper Engine Reactor zusammen. Ja. Und ich bin unten Lower Engine gewesen. Ja, Fine, und dann war der Alarm Fine. Und jetzt Nico tot. Ja, ich habe noch lange nicht mehr gesehen. Also ich war tatsächlich mit Nico bei Reactor. Hab ihn dann aber auch nicht mehr gesehen. Weißt, was ich bin mir ziemlich sicher, dass Fine ist. Kicken wir jetzt einfach irgendwen und versuchen so zu gewinnen oder einfach auch. Ja, ich würde halt Mickey voten, so, I don't know, weil. Allein durch die letzten Runden und durch die erste Runde. Einfach kann halt auch so Mickey voten. Ja, Fine, ja! Weil wenn ihr mich kickt und dann eine Imposter einfach einen Kill macht, habt ihr einfach verloren. Das ist der Typ, das ist wirklich ein Imposter-Satz. Lass einfach Mickey kicken, dann sind wir fertig. Merkt ihr das gerade, Hanky? Merkst du gerade, was Fine gesagt hat? Ja, aber du bist so lost. Du musst es sein, Mickey, du musst es sein. Natürlich, Fine, ja. Ja, clever, Fine. Fucking clever, Fine. Und jetzt, egal wo die Tür aufgeht fürs Emergency-Meeting, klatsch ihn. Hä? Boah! Scheiße! Fine, Alter! Es war genau richtig. Ey, Fine, Alter, du hast es komplett gecarried.